Der Pogorilla. Thad führte das ruhige und zurückgezogene Leben eines Bibliothekars, hatte aber immer das Gefühl, seine wahre Berufung verfehlt zu haben. Nach einigen experimentellen Morden ist er dann zu Helen Security gegangen. Okay. Also ich würde sagen, jetzt hat er auf jeden Fall einen richtigen Beruf getroffen und so. So, was haben wir hier? Ach ja, genau, das Kleingeld. Vergesse ich sonst wieder. Haben wir da vielleicht von der anderen Seite irgendwas, wo ich da besser auf ihn schießen kann? Ich glaube ja irgendwie nicht. Müssen wir halt nur immer auf ihn warten. Er kommt bestimmt hier lang, oder? Kann ich mich auch hier verstecken? Das geht auch. Na, warte. Kommt da auch nochmal was an? Oh, läuft ja nicht so weit. So viele Kreissägen, so viele! Glaube ich einfach so ein langer Weg. Ha! Nein! Ah, shit! Na, ah, es war so gut, es war so gut! Und dann habe ich dann doch verkackt. Warum? Weil es kann. Kann man nichts machen. Ist halt so. Aua! 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 So weh! Also richtig! Na gut, dann halt nochmal. Was muss, das muss. Man kennt das ja. So, auch das Kleingeld einsammeln. Vielleicht speichert es beim Tod des Bossgegners, sage ich jetzt schon. Moment, bitte warten. B, B, A, A. Okay, haben wir die Keule. Puh, okay. Das heißt, das Geld haben wir jetzt auch gespeichert, wenn wir halt sterben sollten. Ich finde Geld geil, ne? Wissen wir ja. So, da haben wir dann noch ein Monster, das wir holen müssen hier, bevor es dann durch die Tür geht. Was? Wie allen Zauberern fehlte Jason an Sozialkompetenz. Je einsamer er sich fühlte, desto aufwendiger wurde seine Pyrotechnik. Am Ende war sogar der Angriff eines psychotischen Karnickels wenigstens etwas Gesellschaft. Okay. Immer diese Pyromanen sind die schlimmsten. Oh Gott. Da hätte ich sogar sterben können. Wow. Verdammt. So, da ist die Plattform. Wo will ich denn hin? Wird mir gar nicht richtig auf der Map angezeigt. Ist ja ein Traum. Da nicht. Yay! Aua! Yay! Aua! Aua! Aber schauen. Wow. Irgendwo hier? Ach, da! Ah! Sind diese Wissenschaftler nicht das Letzte? Da verliert man einmal beim Poker und man ist eine Fledermaus mit Katzenkopf. Na, wenn du nur einmal verloren hast, hast du bestimmt trotzdem um deine Hypothek gewettet. Was? Ach so, da kam ich gar nicht rein. Ach so. Toll. Dann nochmal. Ist ja jetzt auch kein Hals- und Beinbruch hier. Oh shit.
Geduld und Spucke. Und Gedöns. Ja, komm. Das Feuer brutzelt da die ganze Zeit, oder? Wie ist das zu verstehen? What? Oh. Ah, shit. Das ist mein Tod. Weil es mir viel zu viel Leben abzieht. Also muss ich da einfach nur kont reintreffen und das ist alles. Ich meine, das ist schwierig genug, ne? Aber wir kriegen das hin. Wenn wir irgendwas hinkriegen, dann sowas. Ja, komm. Fledermaus mit Kopf, Katzenkopf hier. Ich mag den Laser. Der ist toll. Bitte warten. Honey, I'm home. Fast nicht. Immer noch nicht. Jetzt. Haha. Du Honigklauer. Sehr schön, jetzt können wir da oben durch die Tür. Da haben wir da einen Teleporter. Für den Fall eines Falles. Vielleicht könnte ich dann damit... Ich gehe aber sterben wir in den kurzen Weg. Vielleicht könnte ich dann damit halt irgendwo hin, wo ich mich heilen kann. Batcat. Na 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 Batcat. Elvis wurde taub geboren und war damit eine herbe Enttäuschung für seine Eltern. Doch die jahrelange Vernachlässigung konnte seiner frohen Natur nichts anhaben und er wurde ein weltbekannter Mime. Yay. Ups. Da, da. Nicht so viele Dinger hier. Sollen das? Ich hoffe, ich gehe hier noch richtig. Ja, ist einigermaßen richtig. In Zone 7 gibt es was Neues. Aufregung. Aufregung, Abenteuer, vielleicht Bilder. Los. Okay. Wo ist Zone 7? Da? Da. Na, dann mal los. Los geht's. Ach, hier sind wir. Oh nein. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Aber mit Magnetkacke. Habe ich da gerade klingeln gehört? Es ist, steht alles Kopf. Hm. Verstehe. Also ich muss hier Magnetenergie haben, damit ich dann da oben dran komme, ja? Okay. Moment. Kann man hier runterlassen? Oder nicht? So, warte. So. Jetzt aber. Ah, shit. Die Grünkotze. Man beachte an jeder die Grünkotze, wo ich so super durchkomme. Na, das wird ja lecker. Shit. Moment, Moment, Moment. So. Was bist du? Ach du Scheiße. Einer mit hohem Angriff oder hoher Reichweite. Ich hoffe, ich mache dem überhaupt Schaden. Ich sehe es gerade gar nicht. Ja, doch, mache ich. Say hello. Was? Ah, okay. Ah, shit. Spät realisiert, was ich tun soll. Er ist natürlich immer super. Shit.
Na, warte. Den kriegen wir aber. Sag ich doch. Hallo, Fisch. Ha, hab ich dich gern. Toller Fisch. Ernst toller. Wurm. Der macht die totalen GTA-Stunts als Wurm. Boom, boom. Eigentlich wollte Terry immer nur Leute zum Lachen bringen, aber er hat als Clown versagt und wenn er nicht anderweitig verpflichtet ist, tritt er mit bitterböser Stand-Up-Comedy im Kabarett auf. Na dann. Jedem das Seine, ne? Ui, da komme ich ja gar nicht durch. Hey, toll, yay. Wo soll ich denn lang überhaupt? Es wäre nicht so verkehrt gewesen, da lang zu gehen. Ach shit. Ich dachte, ich bin schon nah genug am Ziel. Und da habe ich gemerkt, ach ja, das Denken sollte ich anderen überlassen. Naja, was soll's. Geh weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nein! Oh, verdammt. Da hat der Magnetismus auch gerade nachgelassen. Ist ja ein Traum. Freue mich ja wie ein Schneekönig, ne? So, Moment. Shit. Da. So. Ich hab gespeichert. Gespeichert. So. Immer weiter hoch und weiter hoch. Nur damit ich wahrscheinlich irgendwo wieder ganz toll runterfallen kann. Wow. Ich bin draußen, wer noch? Hey, ich kann mich heilen, yay! Oh, Moment, ist der Anfang, ne? Ja, müsste der Anfang sein. Okay. Also ab nach unten. Ach, shit. Was mache ich denn da? Völlig hirnverbrannt, erstmal drauf losgehen, ne? Bitte warten. Bitte noch mehr warten. Okay, ich muss da... Wo muss ich denn hier lang? Hier unten? Warte mal. Ja doch, hier unten. Hallo? Du kriegst meine Perle nicht, du kriegst meine Perle nicht! Will ich auch gar nicht, ich will dich nur töten. Ist ein Unterschied. Ein gravierender. Ah, okay. Und mit der Plattform komme ich dann später nochmal runter. Okay. Zur Kenntnis genommen. Ganz kurz. Aha. Warte. Ah, okay. Ich sterbe hier nicht. Das ist schon mal gut. Ich find's gut, wenn ich nicht sterbe. Apropos nicht sterben. Ich kann dir was kaufen.